Zigeuner gibt es nicht. Sagst du, glaube ich, es ist nur ein Wort. Das Wort, das kommt aus dem alten Germanischen, seit je und je. Denn die Sinti sind seit 600 Jahren in Deutschland, bloß in deutsch sprechenden Ländern, das ist Deutschland und Österreich. Kennst? Und die haben damals gesagt, die alten Generationen, ja, das sind Wanderer, das sind Zigeuner, der Lump, du Zigeuner, verstehen wir? Und dieser Ausdruck ist auf uns übergeblieben. Wir sind originale Sinti und Sinti bleiben wir. Was wollen denn die von uns eigentlich? Warum und weshalb? Ne? Dass das eine Rassenverfolgung, Forschung oder was das, wie das war, verstehen wir? Ich war 4 Jahre, gute 4 Jahre, ich stumm. Bin in Nürnberg umeinander gelaufen, staatenlos. Tante, Onkel und Enkel, Mutter und Vater, alle weg, alle tot. Und da bin ich 1991, bin ich dann eingebürgert worden als Deutscher. Ich habe mich dann entschlossen, in den Schulen zu gehen, den Kindern Vortrag zu machen, zu reden mit ihnen, erzählen. Und das mache ich jetzt zwischenzeitlich 12 Jahre. Wir sind dann nach Birkenau, Haare schneiden, alles total, alle Haare weg. Meine Mutter hat lange Haare gehabt, so einen starken Zopf, schwarz natürlich. Und ich wollte hin, wollte den Zopf nehmen. In dem Moment habe ich einen Schlag ins Kreuz bekommen und bin mit dem Kopf an der Wand geflogen. Hier vor der Schädel, die kennt ihr schauen dann, war alles, sind die Knochen rausgestanden. In dem Moment habe ich noch so viel Vermögen gehabt, habe ich da reingedruckt, die Knochen wieder reingedruckt, Blut ist mir runtergelaufen, alles mögliche. Meine Mutter hat gesagt, Hilfe, Hilfe, die bringen meinen Sohn um, Hilfe, Hilfe. Ja, das hat alles nichts genutzt. SS-Mann hat gesagt, gelacht, hat gesagt, da kannst du schreien, wie du willst. Hier hört dich niemand, hier sind wir die Herren, hat er gesagt. Wenn Sie jetzt so dran denken, dass so eine Zeit noch mal kommen könnte, was geht dann so in Ihnen vor? In euren goldenen jungen Händen liegt Deutschland. Was ihr von Deutschland macht, so habt ihr es für die Zukunft. Es kostet bestimmt viel Kraft, dass man das dann so Leuten erzählen kann, was man da alles miterlebt hat. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Menschen so grausam sein können eigentlich. Krass irgendwie, wenn man es jetzt so hört, wie es damals wirklich ausgeschaut hat. Botschafter für Demokratie und Toleranz. Franz Rosenbach.